Kudoin, meine lieben Freunde, heute geht es mal wieder um ein brandaktuelles Thema und zwar um die Stärken der Big Mom Crew und heute gehe ich mal spezifisch auf ihre Kommandanten ein. Viel Spaß! Strohhut zu Shanks Todesgrab, wird diese große Schlacht mit etwas Gutem enden? Wir wissen's nicht, doch es bleibt Legende. Aber erst einmal ein Danke an eine Person, welche mir meinen neuen Banner und mein neues Profilbild gemacht hat. Ich habe euch seinen Twitter-Account mal verlinkt, keine Ahnung. Vielleicht braucht ihr ja auch einen geilen Banner oder so. Oder folgt ihm halt einfach, weil er ein Ehrenmann ist. Ja, wie schon gesagt, geht es heute um die drei mehr oder weniger in den Vordergrund gerückten Kommandanten von Big Mom. Gut, zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, ob es überhaupt Kommandanten sind oder was ähnliches. Aber da sie halt extra so in den Vordergrund gestellt wurden, gehe ich einfach mal stark davon aus, dass das Big Moms höchste Leute sind. Ich weiß, wir wissen komplett nichts über diese Leute, 0%. Aber ich versuche, diese drei Leute einfach mal so gut es geht, anhand ihres Aussehens und der Darstellung, wie sie halt drauf sind und so weiter, ja, halt ihre Stärke abzumessen. Kommen wir auch schon mal zu dem ersten Kandidaten. Und zwar kommt als erstes dieser Hase. Ich dachte anfangs, der wäre eine Katze, aber dann habe ich es mir nochmal genauer angeschaut. Und ja, er ist höchstwahrscheinlich ein Hasenmink, also die Möglichkeit besteht. Denn wie wir wissen, Big Mom hat von jeder Rasse, von allen Arten, von Menschen irgendwen, weil sie in Hinsicht darauf sehr tolerant ist, was mich ziemlich überrascht hat. Und weil sie mit PCOMs auch schon einen Mink an Bord hat oder in ihrer Crew halt hat. Und ja, daher denke ich, dass der Typ wie Carrot ein Hasenmink ist. Und ja, was gibt es noch über ihn zu sagen? Er reitet wahrscheinlich auf so einem Schwarzhalskranich. Da habe ich den Tipp bekommen und ich weiß nicht, ich glaube Grandline TV hat das gebracht, dass es so ein ähnliches Wesen bzw. so ein Tier auch in Alice im Wunderland gibt. Denn der Whole Cake Island Arc ist ja eine Anspielung an den Film. Und ja, in Alice im Wunderland gab es halt auch einen Hasen, der auf so einem Schwarzhalskranich ritt und das ist eigentlich eine coole Tatsache so nebenbei. Jedenfalls will ich jetzt auch nicht so lange darauf eingehen. Und ja, was macht ihn denn noch aus? Der Hase schwingt ein zweiklingiges Schwert und wir haben ihn halt schon mal gesehen, denn er hat die Früchte für Big Mom geholt und attackierte im neuesten Chapter Nami und Carrot in dem komischen Wald da, den wir jetzt haben, wo sich die Crew gerade aufhält. Jedenfalls fanden wir im letzten Kapitel ebenfalls heraus, dass der Riese, den wir dort gesehen haben, der in der Erde vergraben war, Nami, Chopper und Carrot fragt, ob sie ihm Apfelsaft bringen könnten. Denn dieser meinte ja, dass wenn sie in eine bestimmte Richtung gehen würden, dort ein Wasserfall aus Apfelsaft wäre. Danach kam dann der Hase aus dem Gebüsch und meine Vermutung hierbei ist, dass der Hase eventuell selber auf dem Weg war, zu dem Wasserfall aus Apfelsaft zu gelangen. Ich meine, denk mal drüber nach, dieser Hase sammelt Früchte für Big Mom und gleich nachdem der Riese Nami uns so erzählen wollte, wohin sie gehen müssen, um den Fake Sanji zu finden, wenn er dafür etwas Apfelsaft bekommt, kommt halt dieser Hase angerannt und versucht Nami und Carrot aufzuschlitzen. Kommen wir somit auch mal endlich zu seiner Stärke. Wir wissen ja, er hat ein zweiklingiges Schwert und zudem ist er verdammt schnell, auch glaube ich wegen seiner geringen Größe. Und ja, kurz gesagt denke ich, dieser Hase ist verdammt stark und wir werden auf jeden Fall einen spannenden Kampf mit ihm sehen, hoffe ich mal. So, zu dem Hasen hatten wir halt von den dreien, die ich in diesem Video anspreche, die meisten Infos, aber es sind halt trotzdem nicht viele und ja, jetzt kommen wir zu dem Typen, der Mehl für Big Mom brachte. Der ist eigentlich der schwerste von den dreien gewesen, aber ich habe halt trotzdem etwas über ihn zusammenreimen können und ja, das sind meine Beobachtungen. Dieser Mann trägt einen etwas ungewöhnlicheren Metallhut, falls das einer ist und ja, seine Nasenform ist ein bisschen komisch und generell, sein Körper ist so quadratisch, sage ich mal, gehalten. Und ja, der Typ ist auf jeden Fall komisch. Kommen wir zum Hut von dem Typen. Schlagt ruhig das Kapitel noch einmal auf. Ich finde, der Hut sah für mich auf den ersten Blick wie so ein kleiner Trichter aus, aber dann hatte ich eine bessere Idee und zwar einen Backofen. Ja, dieser Typ könnte ein Backofen an sich sein und bevor ihr mir widersprechen wollt oder so, ja, wo werden Schornsteine benötigt? In Häusern, ja, aber um Kuchen zu backen. Ich unterstütze diese kleine These, die ich aufgestellt habe, mit der Tatsache, dass er halt einer von Big Moms Untergebenen ist und er sich um das ganze Essen, um die Desserts und so weiter kümmert, dass das halt so sein Hauptgebiet ist, sage ich mal. Aber ja, was könnte seine Stärke sein? Ich denke ganz klar, dass er eine Teufelsfrucht hat, eine Backofenfrucht zum Beispiel. Und ich bin mir sicher, wenn dies der Fall ist, dann wird Oda sehr kreative Sachen mit ihm anstellen. So könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn der Typ wütend wird,
einfach, ja, Rauch aus seinem Schornstein rauskommt, sage ich mal. So, und dann kommen wir auch mal zur letzten Person, und zwar dieser einen Frau mit dem Katana. Kommen wir erstmal wieder zu meinen Beobachtungen. Sie ist sehr, sehr dünn, trägt einen Hut, der irgendwie voll groß ist, so. Und sie trägt halt, wie gesagt, ein Katana und hat die Eier für Big Mom besorgt. Und ja, das war's auch schon. Zu ihr kann man eigentlich komplett nichts sagen. Sie hat halt ein Katana, ein Schwert und wird auch damit umgehen können, denke ich mal. So, das war auch schon alles, was ich zu Big Moms Kommandanten sagen wollte. Wenn ihr eigene Ideen habt, vor allem zu der Frau mit dem Schwert, könnt ihr natürlich wie immer eure Ideen in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao und tschüss.